Und damit hallo und herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal Danny Energy mit mir, dem Ralf. Und ja, Donnerstag, Bioshock, was ist da los? Ja, heute alles Sonder vom Sonder, weil Dennis heute keine Zeit hat oder zumindest Probleme hat, pünktlich heimzukommen und ich ja am Montag dafür kein Bioshock spielen konnte, weil ich am Montag ja Grillabend hatte. Deshalb holen wir es einfach heute nach. Ich habe auch Bock, also von dem her passt das. Die Soundprobleme von dem letzten Montag habe ich vielleicht auch nicht in den Griff bekommen. Ich habe nachgelesen, an was es lag, und das Problem war, wie Dennis schon witzigerweise prophezeit hatte, an Windows 10. Und zwar verträgt sich Windows 10 nicht so richtig mit dem Soundtreiber, den das Spiel nutzt. Und hat dann das Problem, dass er den Filter, den er normalerweise für das Knacken, für die Audio-Aufzeichnung nutzt, irgendwann mal für den gesamten Sound verwendet. Und wegbekommen tut man's, zumindest laut Internet, indem man die Echse auf Windows Vista Service Pack 2 einstellt. Ob das jetzt tatsächlich genützt hat oder nicht, werden wir sehen. Ansonsten muss ich das öfter in das Spiel neu starten, wenn er wieder an diesem Filter hängen bleibt. Weil das dann schon mit der Dauer recht nervig ist. Aber mal schauen. Und servus Maxi. Inwiefern schlimm? Was meinst du mit schlimm? Das musst du präzisieren. Also es ist kein Horrorspiel. Sind wir wieder, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar kurz bevor wir zu Elisabeth kommen. Das Spiel ist ab 18. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Aha. Da ist sie. Die gute Elisabeth. Das Mädchen, das wir retten sollen. Bibliothek. Library. Sind wir auf dieser Statue oder diesem riesen Bauwerk. Eine mega Aussicht hier oben. Richtig cool. So. Mach die Tür auf. Okay. Oh oh. Mist! Hallo. Hi. Hey! Auf, los jetzt! Willst du wohl aufhören? Hörst du jetzt auf? Ich tu dir doch nichts. Wer sind Sie? Mein Name ist DeWitt. Ich bin ein Freund. Ich soll dich hier raus. Gehen Sie weg! Sind Sie echt? Ziemlich echt sogar. Kommt. Sie müssen gehen. Warum? Er darf Sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch, ich ziehe mich gerade an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht. Wie wär's damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was? Was soll... Geben Sie das her. Nicht wissen, was das ist.
Ja, ja. Oh, oh. Er passt auf, dass ich nicht hier rauskomme. Das wird sich zeigen. Ja, randalier halt. Was wollen Sie hier? Ja, neut Hudle, ich bin doch schon da. Alter Mann, ich könnte eh zu. Schnell! Was? Ich hol den Aufzug! Wieso? Drück den Knopf! Was ist denn hier los? Die haben mich beobachtet? Die ganze Zeit? Ja, die haben dich beobachtet. Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Oh oh. Hi. Gefällt mir gar nicht, dass wir jetzt draußen sind, wenn empfehle ich. Tagchen. Ah, du hast morgen frei. Oh oh. Das Ding geht kaputt. Achterbahn. Nee, da ist das Ding vorbei. Abwärts. Oh. Wasser? Oh, der mag kein Wasser. Okay. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Sind Sie da drin, DeWitt? Ja, ich bin hier. Was wollt ihr von ihr? Wir hatten eine Abmachung. Sagt mir, was ihr von ihr wollt. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Wollt ihr ihr was antun? Sagt, was ihr vorhat! Ich halluziniere! Anna! Anna! Papi, papi, papi! Anna. Anna. Nein, ich bin's. Elizabeth. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, Sie. Ich sagte, es geht schon.
Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Das ist Musik. Genau, ich muss... Ich muss nur... Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. Ja, der muss ich jetzt erstmal sortieren, der Mannequin. Wo ist sie? Das ist auch krass. Wir sind hier im Himmel und hier im Himmel gibt's ein Meer. Kann ich nicht rauslaufen? Schade. Jetzt komm schon, stell dich mal nicht so an. Na gut. 2 Minuten noch. Servus, Gemüse. Alles klar? Geld, Geld, Geld. Mein Geld. Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Wollen Sie mir etwas andrehen? Ich habe nämlich kein Interesse. Nichts zu unterstellen hier. Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Blauer Rock? Nein? Nein. Aber ich bin Solo, falls du eine Begleitung suchst. Nee, gerade nicht. Bist nicht mein Typ. Alter, habt ihr das gerade auch gesehen? Dem seine Augen? Alter, wie sieht das voll creepy? Wo guckst du? Oh. Geld. Den ersten Teil besser. Inwiefern? Was finde ich am ersten Teil besser? Der Prophet weiß vielleicht, wie seine eigene Biografie enden wird. Aber ich weiß kaum, wie ich anfangen soll. Abgesehen von den Kindermärchen, die man in der Hall of Heroes zu hören bekommt, hat er nämlich sein Leben vor seiner Taufe, ich zitiere, am Flussufer zurückgelassen. Man wird mich einen Plagiator nennen, aber ich werde die ersten 30 Seiten lang nur die offizielle Version wiederkäuen. Habt ihr eine junge Frau gesehen? Blauer Rock, dunkles Haar? Sieh dir den an. Schlaf deinen Rausch aus, Trottel. Hey, ich suche eine junge Frau. Wer nicht, Bruder? Lol. Ein Luftschiff. Damit könnten wir hier wegkommen. Mhm. Oh. Da fliegt er weg. Ja, mein Gott, ich fand solche Sektionen jetzt nicht so schlimm. Und so verwirrend ist das Spiel jetzt auch nicht. Ich fand diesen Mindfuck, der da später kommt, eigentlich ziemlich cool. Ja, ein bisschen Salz. Salz! Mhm. Was denn hier? Erbenzeug, alles looten, looten, looten. Das ist alles Schwindel. Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Fairen Lohn? Okay. Nicht so ganz. Wenn man das erste Mal das Spiel durchspielt, ja, aber wenn man das Spiel schon mal gespielt hat, erkennt man
ab und an hier schon ein paar Hints, die die fallen lassen haben. Aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, weil bei vielen Filmen machen sie es ja manchmal auch so. Ich denke da nur zum Beispiel an so einen Film wie Lucky Number 11. Da ist der Mindfuck am Ende auch ziemlich krass. Und das hat man so nicht kommen sehen, obwohl es im Film schon die ganze Zeit eigentlich geforeshadowed wird. Man sieht es am Anfang nur nicht. Wenn man das schon mal gespielt hat, und dann sieht man die Hints. Die Leute, und das finde ich ganz mehr, witzig. Wem sagst du das? Mich hat ein Orientale angehalten und nach der Uhrzeit gefragt. Einfach so. Es gehört verboten. Ist es, glaube ich. Aber ich gebe dir recht, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, habe ich auch gedacht, so, und jetzt, was hat das jetzt mit den Vorgängern zu tun? Also, das ist braucht ja lange Zeit, bis du das schnallst. Oder zumindest bis du da hinkommst an die Stelle. Aber ich möchte jetzt hier nicht zu viel spoilern für Leute, die das noch nicht gespielt haben. Aber zur Komplettierung wird es hier natürlich auch gespielt und der DLC natürlich auch noch. Aber die ersten beiden Teile habe ich ja auf diesem, also zuvor ja auch gestreamt. Seht ihn euch an, Ladies. Wirklich ein Jammer, dass dem keiner eine hübsche Badehose kauft. Oho. Kaffee! Er ist dein Bruder. Weißt du, ich kenne da einen, der kann das, sagen wir mal, regeln. Wilma! Tja, entweder das oder deine Familie lebt ja in Schande. Eine echte Zwickmühle. Ich fand es halt in der Hinsicht mal was anderes, dass sich das Game einem nicht direkt erschließt. Das fand ich ganz cool, weil nicht viele Spiele trauen sich das oder versuchen das in die Richtung zu machen. Und wie gesagt, wenn man es dann beim zweiten Mal durchspielen, man dann die Hints sieht, freut man sich da umso mehr, dass es steigert den Wiederspielwert. Also, ich sehe Bioshock eigentlich als Gesamtwerk, also nicht jedes Spiel für sich, sondern für mich ist dies ein großes Ding. Bioshock 1, 2, die DLCs und Infinite und dann der DLC, der noch kommen wird, Beyond the Sea, den ich auch noch spielen werde, wie gesagt. Und es ist für mich alles ein riesiges Monument und eigentlich hätte ich schon gerne mal mit einem weiteren Teil, aber mal schauen. Weil Kevin Levine macht ja keinen mehr. Was? War da was? Ich muss doch gerade was klicken. Oh. Hui, was trinken. Okay, kann man ein Foto machen? Ich finde, und was ich halt an diesen ruhigen Passagen gut finde, was man ja bei Bioshock 1 nicht gesehen hat, du kommst ja in Bioshock 1 in die Welt, wenn sie schon im Sack ist. Und hier siehst du eigentlich, wie dieses Utopia am Anfang ist, bevor alles zu Bruch geht. Und wir leben quasi im Spiel dieses zu Bruch gehen. Und das fände ich interessant. Und das ist auch der Sinn und Zweck dieser ruhigen Passagen. Dass dem Spieler vor Augen geführt wird, wie nachher alles vor die Hunde geht. Weil das ist alles vor die Hunde gehen wird, das ist ja wohl klar. Den Spruch kenne ich schon. Da brauche ich nichts spoilern. Ich liebe sie nicht mehr. Es ist unglaublich, wie viele Männer, die ich kenne, keine Ahnung haben, wer sie sind. Kaffee! Limonade trinken. Na gut, her damit. Diese Idioten, man sollte sie absaufen lassen. Also, das ist jetzt aber darwinistisch. Charles Darwin! Hey, nicht so laut, ja? Ja, Darwin ist hier natürlich nicht so gern gesehen. In dieser, nun ja, wie soll ich sagen, Utopie hier. Ach, cool aussehen tut es schon. Dass meine Frau Angst hat, aber ich kann sie ihr nicht nehmen. Comstock wird die Vox erledigen. Wenn er sagt, er hat einen Plan, dann hat er auch einen. Wann hat er uns je im Stich gelassen?
Da darf ich nicht durchlaufen. Willst du nicht sagen, dass du jetzt an dem Ball hängen bleibst? Das ist typisch Vox Populi. Die Iren und die Neger aufhetzen. Ja. Überlegt mal, wie ihr die behandelt. Ob ihr da vielleicht nicht irgendwo selber dran schuld seid, dass die rebellieren. Ihr das Wasser mit allen möglichen Menschen teilen. Und diese Menschen sind unhygienisch. Und sie kriegen die unvorstellbarsten Krankheiten. Wenn du mir nicht glaubst, fahr mal nach Finkton. Mutter wird das niemals erlauben. Mutter wird nicht gefragt. Bei dir wird Mutter immer gefragt. Ich bin mein eigener Herr. Aha. Er kann auch nicht durch. Da tanzt sie uns in das Bett. Das hat Spaß. Kleine. Könntest du... Hey. Hör auf damit. Hey, Kleine. Elizabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja. Wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt... Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Ich bin frei. Kaum zu glauben, aber wahr. Oh, riechen Sie das? Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Ja, die Strände, die du kennst, sind normal auch nicht über den Wolken. Mr. DeWitt, Comstock. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Gibt man einem Mann Macht, hält er sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Können wir gehen? Oh. Sieht fast aus wie ein echter Ozean. Ist aber kein echter. Montierte Pumpen und Auffangbecken. Ja, immer schön alles mitnehmen und looten. Liegt hier noch was? Wir sind echt wohlhabend, was? Natürlich. Oh, dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert. Ich hab doch hier gerade ein Medipack. Brauche ich nicht. Ja. Lass mal eine rauchen. Da bist du. Mr. DeWitt, hier. Vogel. Oder den Käfig. Oder vielleicht den Vogel. Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Wie... Schon gut. Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser? Der hier oder der? Der Vogel ist wunderschön und der Käfig ist traurig, aber er hat schon etwas Besonderes. Ich kann mich nicht entscheiden. Käfig oder Vogel? Na? Ich weiß, was für Auswirkungen diese Entscheidung haben wird. Und ich entscheide mich für den Vogel. Wenn der einfach mehr gefällt. Ganz sicher? Sicher. Der ist toll. Auch wenn er nicht golden ist. Er ist leider silbern. Also wenn golden du ein schlechter Vogel Verlierer sein cooler willst, gefunden. Mach ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Oh mein Gott. Mein Gott. Was denn? Sehen Sie. Wollt ihr nur was trinken? Alles in Ordnung? Da war ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Los. Ja, Songbird hat das ganz schön demoliert.
als wir dich befreit haben, Elisabeth. Dass es den Leuten der Stadt auffällt. Er wird es richten. Er ist so schwer, als es passiert ist. Okay. Was da vorne noch was? Ist, wieso ist nie ein Handyman da, wenn man ihn braucht? Wozu sind die gut, außer dazu Leute zu beschreiben? Handyman! Money! $842 haben wir schon, das ist schon mal gut. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Ausweis mit Foto vorweisen können. Oh oh. Arme nach oben. Finger spreizen. Haben wir nicht. Beine spreizen. Stillstehen. Halten Sie still. Hey, Hulle, zieh dir den an. Der ist verdächtig, wenn du mich fragst. Wieso denn das? Du bist besoffen. Ja. Ruhe da unten, Pete. Geh heim und schlaf deinen Rausch aus. Sehe ich auch so. Ach, das Ding ist versperrt. Was machst du da? Sie sind lustig. Wonach sieht's denn aus? So. Hast du gelernt, Schlösser zu knacken? Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen, was ich alles kann. Na denn? Mein mobiler Schlossknacker. Komplizierte Arbeiten kann ich gleich selbst machen. Oh, hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Ja, Blödsinn finde ich gut. Mr. DeWitt, ich habe diese Silver Eagles gefunden. Dort drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für Ihre Gesundheit. Ist vermutlich eine gute Idee. Gesundheit ist doch voll. Und Munition haben wir auch genügend. Also ich brauche aktuell kein Geld ausgeben. Okay, da geht's weiter. Und was haben wir hier? Da hält sich Ihre Haushälterin verdächtig. Stellen Sie ihr ein paar Fangfragen, wie etwa... Finden Sie nicht, die Vox Populi hat ganz recht mit Ihren Beschuldigungen gegen den Propheten? Und... was haben wir denn da? Hose. Wenn deine Gesundheit sehr gering ist, erhältst du beim Töten von Feinden Gesundheit. Was habe ich für eine? Nee, dann lege ich lieber das an. Bestimmt waren Freunde von Ihnen bei Ihrem Treffen. Würde mich auch mal sehr interessieren. Und nun wieder Musik. Als ich Columbia zum ersten Mal sah, hatte ich noch nie einen klareren, blaueren Himmel gesehen. Es war wie im Paradies. Dann, als sich die Augen an das Licht gewöhnt hatten, sah man ein Meer von Weißen, die einen kalt anstarrten. Uiuiui. Schokolade, Schokolade. Hey, hey, Mister, wir wollen Ihnen helfen. Kennen wir uns? Da bei der Verlosung vorhin. Ohne Sie wären wir nicht entkommen. Daisy hat immer gesagt, dass mal einer wie Sie kommt. Na denn? Ja, das kommt halt drauf an. Ich finde, beide Musiken haben für ihren Stil was. Was ist das jetzt? Erhöht die Skyline die Präzision von Waffen? Nee. Ich nehm's nur mit. Anlegen tue ich das nicht. Ja, das ist eine schäbige Toilette. Sie haben hier nichts verloren, Sir. Gehen Sie lieber, sonst bekommen wir noch beide Ärger. Okay. Father, of lies you see nothing. Ja, die mögen den hier nicht so, ist ja klar, weil bitte, der nur für die Weißen steht. Bitte. Und wenn man so Leute findet, wie er. Schuld.
hat Probleme oder Leute wie die, die eigentlich nur eine Beziehung miteinander führen wollen. Traurig, traurig, traurig. Mind your manners amongst your betters. Eieiei. Eine Spielhölle. Alle Geld. Sir, wissen Sie zufällig, wie spät es ist? Hey, Flawless Flintlock. Die neueste Ausgabe der Serie. Ey, ich will den Coin. Dreimal verschoben. Kann ich nicht. Da haltet aber. Wenn ein Schwachkopf eine verdächtige Person sieht, ignoriert er sie und da. Widmet sich lieber seinem neuen. Stillriegel nehmen. Hat man hier noch Schönes? Ah, da haben wir noch solche Automaten. Blödelt schön rum. Aber darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Nee, brauche ich nicht. Tag des Propheten, aha. Also, so, das stimmt nicht so. Also, Bioshock 1 und 2 waren also per se keine freien Spiele. Die Gebiete waren größer. Gut, das gebe ich zu. Du hattest, aber diese Gebiete waren nicht groß. Also, die hast du in eine Minute schon von einem Ende zum anderen gelaufen. Wie ich das hier dann in dem Gebiet angehe, war klar meine Sache. Das ist richtig, aber das habe ich hier in gewisser Weise auch. Und es gibt hier ähnlich große Areale, wo man später hinkommt, wo man auch noch gewisse Sachen anders machen kann. Aber dass du hier weniger Freiheiten hast als im ersten Teil, war das insofern mehr Freiheiten, weil du im ersten Teil und im zweiten Teil mehr Plasmiden hattest, die du auswählen konntest und verschiedene Waffen. Hier hast du eine beschränkte Anzahl an Waffen, die du mitführen kannst und hast vorgegebene Kräfte. Da gebe ich dir in dem Sinn zu, dass man da ein bisschen dann Abstriche hat. Dafür hat man hier noch andere. Hast du Zuckerwatte geholt? Okay. Dafür hat man hier noch Elisabeth als Faktor, den man vorher nicht hatte. Der leider nicht so viel ausmacht, wie er hätte tun sollen. Wie er zumindest mal in den Konzepten ausgedacht war, weil eigentlich in den Konzeptphasen konnte Elisabeth sogar noch viel, viel mehr, als sie hier tatsächlich kann. Im letztendlichen Game. Warum sie es rausgeschmissen haben, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich habe mir damals das Making-of angeguckt und da haben sie das ja gesagt. Also du willst da lang rennen, dann gehe ich erstmal woanders hin. Hier, für die Kasse. Oh. Ja, damit. Meins. Prima. Warum gibt es eine Toilette für Farbige und eine für Weiße? Ist eben so. Das macht's doch nur unnötig kompliziert. Ich hoffe, Sie erwarten nicht, dass ich mit da reinkomme. Nö, musst du auch nicht. Als Junge hatte ich einen Hund namens Bill. Und wie alle Hunde war Bill ein loyaler Freund. Hätten wir ihn nicht gefüttert, Bill wäre loyal gewesen. Alles okay. Bill wäre loyal gewesen. Erst wenn der Farbige dies von sich behaupten kann, wird er seinen Platz in der Gesellschaft finden. Ja gut. Allein schon, wenn man sich die Story mal betrachtet, Sekunde noch. Wird es schwierig sein, an den Anfang zurückzukommen. Ich möchte jetzt nicht so viel spoilern. Aber wenn man überlegt, was hier noch alles passieren wird,
wäre es eigentlich auch unlogisch, dass du an den Anfang zurückkommen kannst, weil das ist ja gerade der Witz an der Sache. Aber das können wir dann weiter vertiefen, wenn wir mal an dazu kommen. Ich möchte jetzt nicht so vorweggreifen, was da so alles kommt. Okay. Wo holst du das Zeug immer her? Finde ich nice. Dass du rumrennst und sämtliche Mädchen abküsst, ist eine Sache. Aber die kleine Mary McCarthy? Und diese schreckliche Erin O'Malley? Wenn dein Vater das erfährt. Schlimm genug, dass er diese Kartoffelfresser bei sich beschäftigen muss. Oh, Frederick, du bringst mich noch zur Verzweiflung. Ja, lass Kind Kind sein, Madam. Sag mal hier. Der Betrunkene, eieiei. Okay. Schaffe Häuslebau, so quasi. Gut. Drin. Annabelle? Wie bitte? Annabelle, ich bin's, Esther. Oh nein, ich bin nicht Annabelle. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth? Das ist ja ein ganz reizender Name. Das war ja seltsam. Letzter Kunde. Der Park schließt. Der Park schließt, Leute. Mir doch egal. Ja, diese Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ich hab wohl nicht recht aufgepasst. Scheiße, Dapt, hä? Vorsicht, hier ist frisch gekehrt. Frisch gekehrt, mein Gott. Haben Sie Sauerkraut? Sauerkraut? Wenn Sie es eilig haben, gehen Sie ruhig vor. Dann, einmal bitte. Was macht das? Einen Silberigel. Okay. Bilder mit Sauerkraut. Okay. Dir gefällt nicht, wie die mich angucken. Ich weiß nicht. Hey. Ich vermute, er hat eine Waffe. Er ist. Hey. Klar. Wir schlagen. Entschuldigung. Mit einer Klappe. Zwei Tickets für die Fahrt zum Luftschiff First Lady. Ja, Augenblick, Freund. Ja, hab ich. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Hey, Mister. Sie werden sich in Anzug. Verstanden. Ich rufe wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit für den Zugriff. Entschuldigung, wird man hier mal bedient? Sicher, Sir. Sorry wegen der Warterei. Was soll denn das? Stopp sie! Gehen Sie weg von mir! Elizabeth! Ich will bleiben! So, nehme ich die Schrotflinte noch mit. Zwing mich nicht dazu! So, auf die Fresse! Komm doch. Elizabeth! Der eins nach dem anderen. Will da noch rein? Ein Bekannter dürfte gewisse Nachrichten haben. Der Prophet dreht zur Wasser.
Mal looten. Genau, die Fähigkeit möchte ich und... Mehr habe ich ja noch gar nicht, gell? So. Genau. Dann haben wir jetzt die Flammenfähigkeit und die Verzaubernfähigkeit. Oder Bezaubern, sagen wir es mal so. Das ist der Moment, für den wir geübt haben. Der falsche Hirte ist hier. Der genaue Tag war nicht klar. Aber wieder einmal beweist sich die seherische Kraft des Propheten. Die Zielperson unserer Aktion muss lebend gefasst werden. Stirbt sie, stürzt sich der Vogel auf uns. Und der hinterlässt nur namenlose, zerfetzte Körper. Das war schon die sechste Zigarette. Das Warten ist unerträglich. Unerträglich? Wo ist sie? Ah, gut, toll. So, looten. Einmal Salze, bitte. Perfekt. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Salzfähigkeit und wir können ein bisschen mehr mit unseren Fähigkeiten spielen. Und, naja, weil unser Schild ist eigentlich relativ stark bis jetzt. Okay. Da vorne geht's weiter, da steht sie. Aber erstmal looten. Wenn es was zu looten gibt, was haben wir hier? Geld. Essen. Nein, Siri. Nicht du. Monate und Jahre wurden zu Erinnerungen und die Männer im Kongress bekehrten sich zum Guten. Und durch menschliche Technologie und Geld aus Washington schuf der Herr Columbia nach seinem Willen und erhob die Stadt weit über das Sodom unter uns. Mhm. Wer, wenn du das sagst, Comstock? Bleib einfach, wo du bist. Bleiben Sie mir vom Leib. Hey, komm zurück! Bist du wahnsinnig? Da hat's nichts mehr. Weiter im Text. Alle tot. Sie haben sie umgebracht. Elizabeth, ich... Sie sind ein Monster. Was hast du denn gedacht, was passiert? Was? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment. Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist. Was wollen die von mir? Keine Ahnung. Aber ich lasse mich ganz bestimmt nicht mehr so überrumpeln. Zeigen Sie mal die Hand. Ah. Was da eben passiert ist. Heros! Noch nicht alles, habe ich recht. Ich weiß es nicht. So. Alles klar bei dir? Da muss ich mich wohl dran gewöhnen. Ich habe einiges über Medizin gelesen. Ich werde versuchen, sie mit Heilmitteln zu versorgen. Und wenn die Wunde mal tiefer geht, versuche ich, sie fürs Diesseits zu bewahren. Na, danke. Hm.
Money für my Tasche. Banane. Banane. Aber hier? Birne und Kohle. Du wirst sehen, wie das Periskop. Nichts Interessantes, schade. Mal hier. Birne. Geld und Salz. Brauchen wir Geld? Immer. Her mit der Kohle. Ja, ich weiß auch nicht raus. Heute ist auch nicht so ein schöner Tag. Also ich bin auch ein bisschen müde. Oder zumindest bin ich vorher mal weggepennt. Beim YouTube-Glotzen. Wo sind wir denn hier gelandet? Wie war das? Na gut, weiß ich nicht mehr. Ein Lockpick. Da soll wohl niemand rein. Dann mach mal auf. Elizabeth? Na klar. Geschafft. So, was haben wir denn hier? Loot, 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 loot. Das ist gut. Dann nehmen wir jetzt mal ein bisschen Gesundheit. Gut. Oh, das ist safe. Oh, das will ich haben. Der Karabiner. Lockpick. Benötigt 5 Lockpicks. Oh, ein Voxophon. Brauchen wir Geld? Immer wieder her damit. Die Zeit im Comstock-Haus war erträglich. Die Arbeit war natürlich hart, aber erträglich. Bettzeug ausbringen, Böden schrubben. Lady Comstock ließ sogar ab und zu mal ein freundliches Wort fallen. Fast hätte ich gedacht, ich habe einen Platz in der Welt dieser Leute. Gott erschafft dumme Mädchen, damit er was zu spielen hat. Na, nicht gleich alles immer so schwarz sehen hier. Okay, davor geht's. Und was haben wir denn hier? Oh, noch ein Lockpick. 3 Stück. Magazinvergrößerung für die Pistole. Ach komm. Hau rein. Ja, die Pistole gerade nicht mehr, aber vielleicht brauchen wir sie ja mal wieder. Oh. Das ist aber ein cooles Modell. Soldiers Field, erbaut 1903 von der Hand unseres Propheten. Was interessieren einen Propheten Jahrmarktboden und Karusselle? Das Ganze dient dazu, Kinder an den Dienst am Staat zu gewöhnen. Du meinst ans Militär? Lernt ein Kind auf dem rechten Pfad zu wandeln, so weicht es auch im Alter nicht davon ab. Ist das von dir? Nein. Das klingt sehr amerikanisch. Ach, die Lutes. Ja, zu sagen, dass die Stadt nur wegen den Ballons schlägt, ist ein bisschen zu einfach, Leute. Natürlich ist es nicht nur wegen den Ballons, dass die Stadt fliegt, aber
klar, die Kinder würden das nicht verstehen. Och komm. Das Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Ja, dann machen wir auf da. Shark Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Ja, aber Shark Jockey kann man lernen. Oh, ein bisschen Salz. Gib mir Salz. Da ist sie. Die First Lady. Scheint unterwegs ins Dock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Bleib bei mir. Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Sollen wir zur Gondel? Nö, ich gucke jetzt erstmal Video. Ah, Songbird. Oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? An einem... Red doch aus. Ich möchte die Stimmung ein bisschen genießen, weil... Chaos wird schnell genug. Kolumbische Eiscreme ist ein kulinarisches Wunder. Und als ich nach Washington kam, waren dort wenige im Kongress, die meine Vision von Columbia teilten. Es ist aber Last und Aufgabe des Propheten, die Schlechten zum Guten zu bekehren. Denn was bin ich, wenn nicht ein Spiegel, der das Antlitz Gottes reflektiert? Wissen Sie, wieso Sie mich hier rausholen sollen? Die Leute werden wohl was von dir wollen. Unterricht im Schlösserknacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Und für alles dazwischen. Heiß, brandheiß, hier gibt's Hot Dogs. Was gibt man kleinen Patrioten? Na komm, gib mein Herr. Mmh, Hot Dog. Hier. Spielzeug. Oh, ein Spielzeug-Songbird. Spielzeugkanonen. Ach, wirklich. Wenn wir nicht aufpassen, kriegen wer wir. Wer sind Sie, Mr. DeWitt? So eine Art von Hotel? Ich bin Freiberufler. Hab für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Pinkertons? Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, als die Arbeiter in Streik traten? Regeln. Ja, so kann man es auch nennen. Hier gibt es Zuckerwatte. Zuckerwatte. Oh. Habe ich da einen Verkaufsautomat gehört? Jawohl. Der verkauft nur Munition. Keiner von denen, den ich suche. Wir unterbrechen unsere Sendung kurz für ein stilles Gebet für die Opfer der heutigen Ausschreitungen. Ausschreitungen? Die haben mich angegriffen. Hier, für die Kasse. Kommt wie gerufen. Größere Wirkungsbereich und mehr Schaden. Kann ich mir noch nicht leisten. Da fehlen noch ein paar Groschen. Scheißendreck. Oh. Da, ein Lockpick. Und, Mr. DeWitt, gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Es gab mal eine. Sie starb. Wie? Bei einer Geburt. Oh. Sie haben ein Kind? Nein. Nicht mehr. Oh, was haben wir hier? Ist doch noch ein Voxophon, oder? Jawohl.
Als kleines Interessieren Sie sich für Gärtnerei, Mr. DeWitt? Wo ich herkomme, hält man nicht viel von Garten. Und wo ist das? Da, wo es keine Gärten gibt. Das da stand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. Lass mal wiederholen. Als kleines Mädchen träumte ich oft, ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und nicht ich war. Das da stand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. Schlaukopf und Schwachkopf. Sie wissen doch. Denk dran, sei kein Schwachkopf. Wie kann man das nicht kennen? Muss was speziell Kolumbianisches sein. Oh, als Kind habe ich diese Geschichten geliebt. Aber sie sind ein bisschen verstörend. Was? Ich stelle mir gerade vor, Sie auf einem Karussell. Karussell. Ich muss kurz mal zurück, ich habe jetzt 5 Lockpicks. Kinder sollen sich das Theater ansehen, solange sie wollen. Kann ich jetzt überhaupt noch da zurück? Ups, falsch. Ich musste ja da lang. Oh. So, mach das Ding nochmal auf. Können wir den Safe aufmachen? Mal gucken, was da drin ist. Willst du dir das mal ansehen? Einer muss Schmiere stehen. Fertig. Ey, Manni, jetzt können wir uns das neue Ding leisten, das Upgrade für unsere Fähigkeit. Und damit sind wir hier zumindest durch, also müssen wir jetzt nicht mehr zurück, weil wir haben den Save. Trotzdem merkwürdig, dass es denen keinen juckt, dass ich hier mit einem Karabiner rumrenne. Ist ja völlig normal, wenn man mit einem Karabiner rumrennt. Die Zeit kommt, sagt sie. Bist du bereit? Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Ja, das machen wir jetzt auch. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. War ja klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Gentlemen, der falsche Hirte geht in unserer schönen Stadt um. Wollt ihr zulassen, dass ihm eure Frauen und Töchter zum Opfer fallen? Oder wollt ihr handeln? Das gefällt mir nicht. Oh. Kerl ist auch mehr da. Ja, die Schrotflinte will ich nicht. Aber einen kleinen Songbird. Hall of Heroes, da lang. So. So, wo seid ihr denn? Ich
Ach, jetzt komm. So, ciao, Leute. Ich hab Geld gefunden. Immer damit. Vielen Dank. Hall of Heroes war da lang, nicht wahr? Da, Hall of Heroes! Hall of Heroes, bis auf Weiteres geschlossen. Dann müssen wir nicht Schlange stehen. Mir doch wurscht, ob's geschlossen ist. Geh da jetzt rein. Oh, tödlich ist da- Drück's Knöpfle! Was zum Teufel? Stimmt etwas nicht? Nein, nein, geht schon. Am besten immer im Sicherungskasten rumspiele. Oh, eine Biene, ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was wird das? Öffne Riss. Scheiße. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht. Aber da ist etwas, das ich... Oh nein! Schließ sie! Ich versuch's ja! Schließ sie! Eieiei. Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Gen Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden schweben dort im Dunst. Von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. Aha. Da ist was los, Sir. Gegen wilde Horden, fremdes Heer, nimmt... Ach. Hast du nicht laut genug? Ich sehe ihn! Genickbruch! Vorsicht, nicht auf mich zielen. Ja, auf dich würde ich doch niemals zielen. Money und Muni, alles immer geil. So, jetzt haben wir einen Lockpick. Gehen wir da rein da. Ich probier's mal. Erledigt. So, was haben wir denn hier? Oh oh. Ich war 40 Jahre lang Soldat. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe. Plünderbeste. In 40% aller Fälle lassen Gegner Munition fallen, wenn sie sterben. Was habe ich da an? Ah, dann behalten wir das lieber.
nur mitnehmen. Als Mummenschanz da und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Und der braucht mir doch 5 Lockpicks. Oh. Gönn dir. Bockender Bronco. Press to launch your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Ach, die Traps-Dinger nutze ich eh nie. Da brauche ich dann die Fähigkeit. Sehr gut. Und wenn wir zuschlagen, erteilen wir Cornelius Slade Kameras, ich will dich sehen. Oh. Ciao. Ciao. Danke, Elisabeth. So, das ist ein Sack. Okay, dann komme ich mal für dich. Bleib doch mal stehen, du Spasti. Denke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Naja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Hier, für die Kasse. Bitte sehr. Damit. Gut. Money. Wer ist das? Slade? Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Salze. Oh. Wir brauchen Kohle, alles so teuer hier. Gesundheit. Oh, da war was. Kaffee. Oh, ist aber da. Ein wütender Mob. Ach, das typische Joint der Army und euch wird's gut gehen, Gedöns. Schokolade, Schokolade. Schadensboost brauchen wir hier.
Der Karabiner braucht mehr Schaden. Und das Ding braucht mehr Bums. Präzision erhöhen. Und das Scharfschützengewehr, falls wir das noch finden, geben wir auch schon mal einen Schadensboost. So. Ist nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Tidus! Alles klar. Oh, mach 3 Lockpicks. Mei. Brauchen wir 3 und da brauchen wir 5. Alles hab ich sammeln hier. Ah, da liegt einer. Gott erschafft alle möglichen Arten Soldaten. Aber er schuf nur einen Cornelius Slate. Mein Vater folgte ihm den San Juan Hill hinauf, durch die Gesandtschaften in Peking und, wie er sich ausdrückte, sogar durch die Hölle, wenn der Befehl dazu erging. Heute beim Appell fragte Slade mich, ob ich Sergeant Monroes Tochter sei. Ich sagte, ja, Sir, die bin ich. Und Slade sagte, dein Vater wollte immer einen Sohn. Ich hoffe, der Dummkopf weiß, wie viel Glück er hatte. Okay, da brauchen wir nix. Ich hab Geld gefunden. Hier. Dieser Betrüger, dieser Scharlatan, dieser Schlangenöl-Schacherer. Was ihr heute erlebt habt, Genossen, war erst der Anfang. Zachary Comstock wird unsere Stimme hören. Seine Tempel werden brennen und seine Goldgötzen werden schmelzen und in Bächen durch die Straßen Kolumbias rinnen. Okay, ein Bürgerkrieg ist anscheinend in Gange. Da liegt Money. Hä? Mr. DeWitt. Da ist irgendwas in der Kanone. Da, eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Du bist doch die Obercode-Knackerin, was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Ja, dann nehmen wir das mal an. Wo war denn das? Das war doch ein Stückchen weiter vorne, oder? Oder war das da vorne? Wo war denn die Kanone? Servus, Wolle! Da ist die Kanone! Oh, da ist das hier ist das Codebuch. Dann gehen wir mal den Code knacken. Didus, du sollst doch Dennis keinen Auslauf geben. Hey, scheint nicht schwer zu sein. Hut ab für die Vox. Ah, hier muss es mehr geben, als man auf den ersten Blick sieht. Hut ab für was? Das soll man wiederholen? Guter Tipp, der Hut. Allerdings. Oh, die haben Geheimlager hier. Nett. Na, dann ist die Rebellion wohl schon sehr, sehr lange in Planung. Nett. Panzerfaust! Loco! Mach kaputt! Große Bum-Bum! Daisy Fitzroy. Ich habe von ihr gelesen. In den Büchern steht, sie will Columbia vom Himmel zerren. Jeder hat einen Traum. Ich will nicht Teil ihrer Kultur sein, ihrer Politik, ihres Volkes. Die Sonne geht unter für ihre Welt. Und bald schon werden sie im Dunkeln stehen. Im Dunkeln? Da. Ja, ich sehe schon, dass da was ist. Das nehme ich jetzt auch mit. Ich nehme mir doch ein Schild. Das ist am hilfreichsten. Genau das, was wir jetzt brauchen. Also die ersten beiden Teile von Saints Row habe ich nie gespielt. Ich habe nur 3 von 4 gespielt. Die ersten beiden Teile hatte ich nie.
Also die waren wir dann auch schon zu alt. Also die Saints Row Teile, sie haben zumindest die alten Varianten, die haben nicht gut gealtert. Und die sind nicht gut gealtert. Bei der Rolle. Tot! Ciao! Das war ein kurzes Geplänkel hier. So, hier waren wir ja schon. Haben wir hier noch was? Der Gondelverkehr zu Hall of Heroes wurde eingestellt. Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slate. Naja, ich schätze, wir können diese Skylines nehmen. Wir müssen nur diese Ladung da wegkriegen. Ja, dann machen wir mal frei hier. Das wird absolut fantastisch. Das machen wir bitte nicht mehr. Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Ja. Suche und finde. Bring mir Zeug. Zeug. Die Strecke ist frei. So, Abfahrt. Alles. Ich finde das hier ein cooles Feature. Hüpf. Hier ist anscheinend schon jemand verreckt. Aber klar. Oh, der Birne hat er noch bei sich. Okay, da kann ich nicht drüber springen. Nee, ich muss außen rum. Kann ich einfach drüber. Oh. Ein Sniper. Munitionsgewehr. Hier, Munition. Ich habe einen Sniper-Reifel. Und wo ist der Sack? Zack. Headshot. Tja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Rockjockey und dann nichts wie weg. Ah, jetzt, wenn ich nachlade, kommt ihr, Spastis. Oh, kommt denn jetzt her? Ich suche noch. Ich war doch gerade voll drauf. Oh, gut ist das. Papa, Achtung! Gut so. Das tut bestimmt weh. Lass mich doch in Ruhe snipern. Kommen die einfach auf mich zugestürmt, diese Bekloppte. Da war der. Zack. Ich hab Munition! Hier, bitte! Danke dir! Oh. Wo seid ihr? Hopp ab! Ja.
Waren das alle? Money, 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 my dash. Oh, da lag ein Haufen Geld rum. Was kann ich hier? Gesundheit und Salz und Muni brauche ich nicht. Oder? Ach komm. Ja, weil sie nicht damit umgehen kann. Das ist so völlig logisch. Sie hat keine Waffe, weil sie nicht schießen kann. Entgegen der gängigen Meinung kann man nicht direkt mit einer Waffe umgehen. Und es gibt da Leute, die einfach nicht mit der Waffe schießen wollen. Wir haben dann wohl hier alles soweit gelootet. Hm, nur nicht den Kopf verlieren, Kalle. Mahahaha. Gesundheit. Oh. Gehen wir nochmal rein. Wir haben ja alles soweit erledigt. Und das bisschen, was noch fehlt, mein Gott. Zu rar ist jener Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Ah, Elisabeth hat schon mal die Lampe dabei. Na, jetzt haben wir hier wieder Close Combat. Will man meinen Scharfschützengewehr nicht abgeben? Ein Voxophon. Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slate, der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch ein... Schrotzen, den nehme ich nicht. Sei's drum. Oh, wo kommt ihr her? Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Bah, wegen paar Dollar. Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich. Unser Prophetvater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slate? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schockjockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Es gibt Ärger. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat.
zugehört. Man kann auf Elisabeth nicht schießen, er nimmt die Waffe automatisch runter, Ross. Gib uns das Schock-Jockey! Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Okay. Alles mitnehmen, was nicht angewurzelt ist. Mehr Schild. Perfekt. So, Wounded Knee will er. Na denn? Ich versuche sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da. Ja, ist ja gut. Aber hier. Dieses Upgrade, wo ich dann nichts Neues hab. Und du machst Muni und Gesundheit, jawohl. Oh, für den Karabiner kann ich noch ein bisschen was mitnehmen. Ja, besser. Gemma wundet nie. Der Blechsoldat hat das Lob für die Taten der echten Helden eingestrichen. Ihr Gefährte, Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wie meint er das? Das willst du nicht wissen. Hier. Stiefel. Wenn du einen Gegner von einer Skyline tötest, hast du eine 15%ige Chance, kurz Unverwundbarkeit zu erlangen. Hab ich dann? Nehme ich nur mit, lege ich nicht an. Hast du Angst? Booker, Vorsicht! Das ist schon tot! Und schreien das Kriegsball blutrot. So brachten sie unseren Helden den Tod. Doch die unseren hatten den Willen zu siegen. Da konnten die Wilden nur unterliegen. Wenn du meinst. Sie waren dabei. Bei Wounded Knee. Ich sehe es ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Hier ist der Soldat, von dem ich sprach. Der Schlagmann, der Comstock vorgibt zu sein. Sehen, ob ich recht habe. Noch her. Komm raus und stell dich mir. Bin doch da. Nur eine Krähe. Sehen Sie, Miss. Sehen Sie den Mann, der Comstock gerne wäre. Ich will das nicht, Slade. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast, suche mich unter den Boxern. Wer sind die Boxer? Die Chinesen. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Hört ihr, Comstocks Blechsoldaten? Sie wollen uns zum Schweigen bringen.
Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Wir rennen. Wer ist da? Kaputt. Ja, Zucker war da dabei. Was ist das? Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein Hut! Schub und Bremsen, was hab ich? Alles im Nahkampf. Nehme ich nur mit, hab ich Besseres. Und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er's und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. Natürlich. Oh, das kenne ich aus Büchern. Comstock führte die Truppen Columbias nach Peking und... Comstock war nicht da! Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt! Gibt es dafür einen Gedenkstein? Ein Opfer für unsere Sünden! Komm doch her! Das war eine gute Tat, Booker. Sie starben wie Männer. Ich hab nicht drum gebeten. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker DeWitt fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Was hat Slade gemeint? Was wollten sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass er seine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? Da waren wir ja. Was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Na klar. Oh, Munition wäre bisher geschickt. Schalle, gib mal her. Munition für Karabiner. Her damit. Mehr Geld. Hier. Danke, Liz. Danke. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Der Engel weint. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady.
Comstock hatte ein Kind? Mhm. In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Das ist mein Turm. Seht, Daisy Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben. Doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Nein! Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund. Das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Kannst du das öffnen? Ja, die gute Liz ist die Tochter von Comstock. Oh, shocking. Für diejenigen, die mich liebten, war ich die freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet: Du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde. Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen. Und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Eieiei. Na, du brauchst das Geld jetzt wohl nicht mehr. Aber muss ich schon sagen, bitte. Ein Auge für Teratralik hat er ja. Der gute Comstock. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Ist das? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Da. Bitte sehr. Oh. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Booker, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Da wir mit unserer Kleidung auf den Skyhook mehr Schaden machen, oder ist es so bei Skyrail? Ne, ich glaube, es ist bei Skyrail. Dann nehme ich den Geschütz. Nimm den da! Geschütz, schnell! Rakete, Booker! Alter, der hält viel aus. Kaputt. Weißt du, was du da hast, Booker? Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! Wo ist wohl da runter?
immer schön den Loot mitnehmen, gell? Buchen! Den hier noch nicht vergessen. Ich den nicht nutzen. Automat leer. Nur super. Halt die Augen auf nach dieser Short-Jockey-Kraft. Haben wir noch nichts Vernünftiges? Aber hier, das da. Oh. Oh. Danke. Wie war's? Dark Riders LP. Viel, viel Dank für deinen Sub und willkommen in der Community. Setz dich hin, grab Popcorn und genieß. Zeus sieht es. Oh, thank you, I'm fine. And you? It's great to hear. Oh. Gen Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Pocket. Zu rar ist jener Schlag. Don't like this. Don't like this. Blechmänner, Booker. Dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln, statt Köpfen und Herzen! Oh oh. Bocke! Vielleicht auch nicht. Es spielt keine Rolle. Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht. Jetzt will er mich kriegen. Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. Gib uns einfach, was wir brauchen. So. What do we have here? Der Laden wurde geplündert. Hier gibt es keinen Schockjockey. Slate muss es mitgenommen haben. Da, ich habe Geld gefunden. Bedarf? Money! Willst du dir das mal ansehen? Das dürfte schnell gehen. Bitteschön. Danke. Cash für die Dash. Ist das... Slate. Er ist hier. Was ist das? Comstocks Schiffe. Er kommt wegen Slate. Es war Slade, der bei Wounded Knee für sein Land tötete. Es war Slade, der die Tore Pekings stürmte. Slade! Slade! Comstock kommt, Cooker. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein, er will uns auch noch in Blech verwandeln.
Das lasse ich nicht zu. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt. Aber mehr bekommt er nicht. Gib uns endlich diese Kraft. Das muss doch nicht sein. Auf, Jungs! Der Soldatentod wartet! Edgard! Booker, hier! Du bist nicht der Booker DeWitt, den ich kannte! Blechmann! Blechmann! Als ich das letzte Mal geguckt habe, war ich noch aus Fleisch und Blut. So. Die Fähigkeit wollte ich gar nicht. Hast du nicht auf Lager, Soldat? Jetzt komm schon, David! Enttäusche die Jungs nicht! Was sonst ist Anarchie als ein Messer im Rücken unseres Propheten? Was? Für den Glauben! Frohe Locke, denn der Tod hat keine Stacheln! Also. Na los, David! Zeig mir, was du kannst! Dann komm runter! Hier lang. Oder? Nee, hier geht's auch nicht lang. What? Wie kommst du da rüber? Da ist auch eine Tür offen. Ist er ja. Du bist ja noch nicht fertig, Soldat. Schön leer essen den Teller. Bring's zu Ende.
Jetzt bist du ein Blechmann! Ein Blechmann! Bin kein Blechmann. Aber ich brauche den Strom jetzt. Press to shoot a bolt of electricity. Hold and release to create a shocking trap. So. Sie haben ihn verschont. Nicht aus Gnade. Comstocks Männer werden ihn erwischen. Gewöhnt man sich jemals daran? Ans Töten? Schneller, als du dir vorstellen kannst. So, ne. Weiter geht's. Diese Kräfte scheinen ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. So, den ganzen Weg wieder zurücklaufen, so ein Shit. Dass Slates Worte sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Muni mitnehmen. Okay, dann sind wir ja fertig. Booker. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Mehr Geld! Okay, da haben wir nichts mehr. Ah, das ist einer von denen? Oder war das der da drüben? Besuchen Sie die Hall of Heroes und lernen Sie das brandneue Shock-Jockey kennen. Bending Willig Victory, war das der? Das war der, der die Kräfte hat. Hat er doch nichts Neues. Milo! Alter Seemann, lass die Kraft damit so viel. So. Aber an dieser Stelle mache ich Schluss für heute, denn ich muss ja morgen leider wieder früh raus, Arbeit ruft. Und ich danke fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, liken, subscriben und in der Welt verteilen, wie es euch bei uns gefällt. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr beim Dennis ja auch ganz gerne bei seinem Twitter-Account ein Follow reindrücken und die Notation Bell auf alles Anzeigen einstellen, dann solltet ihr safe sein, dass ihr entweder von YouTube oder von Twitter Bescheid bekommt, wann bei uns wie, wo, weil es abgeht. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge, ich bin für heute raus, ciao!